Und damit herzlich willkommen zurück zu Metro 2033. Wir haben es geschafft. So, was In denn, der Komma? Waffenkammer wird derzeit eine Ausweiskontrolle durchgeführt. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei ihrer Arbeit. Seien Sie aufmerksam, Genossen. Der Feind schläft nie. Ja, und wie wir gerade schon sehen, der Mensch da vorne, wir sehen ihn da so ganz leicht im Hintergrund, vielleicht auch nicht, hat uns schon gewarnt, die Waffenfabrik, das Arsenal ist in der roten Hand, ist eigentlich eine freie Station, aber anscheinend haben die Kommunisten hier ein wenig das Ruder an sich gerissen und er meint, Verfolgungswahn ist der neue Stil hier und deswegen sollen wir ein wenig aufpassen, unterm Radar bleiben und keinen Quatsch machen. Ich meine im Endeffekt, da wir hier nur durchreisen wollen. Zur Hölle mit dir! Okay. Da wir hier nur durchreisen wollen, sollten wir das vielleicht auch machen, nicht groß auffallen. Ja, nicht groß auffallen. Und nicht irgendwie überall. Gesicht zur Wand! Nur Dies Quatsch ist machen. eine Inspektion! Okay. Aber nicht doch! Ich bin doch nicht vom anderen Ufer! Lass den Quatsch! Bereit machen zur Inspektion! Der Moss ist beschäftigt. Komm später Herr wieder. Doktor, könnten Sie auch meine Prostata untersuchen? Mein Pipi leuchtet so seltsam. Muss wohl die Strahlung sein. Psst, Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Hände ausstrecken! Du bist verhaftet. Was? Wir laufen einfach nur da lang und werden verhaftet. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Halt! Oder ich schieß auf! Kommt mir nach! Ich habe das Gefühl, dass das eventuell keine gute Idee war. Alter. Hallo. Moin, ja. Da war eine hübsche Frau, die hätte ich gerne zum Kaffee eingeladen. Können wir wieder zurück oder? Nee, ne? Hm. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen eng. Ah! Okay. Ich mache einfach, was er sagt. Alter, wir haben so viel Glück. Wir haben einfach so unwahrscheinlich viel Glück, dass sie alle In nicht der schießen können. Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sache. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Das ist gut. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Danke. Und wir haben endlich den einen Spruch gehört. Naja, wir lesen mal durch, was wir denn da hören haben. Eintrag 1. Viele in der Metro hassen die Roten, weil sie Angst vor ihnen haben. Die Roten leiden ständig Hunger, obwohl sie rund um die Uhr arbeiten. Man sagt ihnen, dass sie für eine bessere Zukunft arbeiten, aber Jahr für Jahr verschlechtert sich ihr Leben immer weiter. Sie kämpfen mit Hingabe, als wenn sie überhaupt keine Angst vor dem Tod hätten. Und ihre Kommandanten werfen sie einfach weg, stapeln ihre Leichen auf, um feindliche Waffenstellungen zu blockieren. Sie verbringen ihr Leben, als wenn sie unsterblich wären. Aber sie sind sterblich. Und sie sterben. Vor Erschöpfung, an Überarbeitung, durch Schüsse, die von ihren Feinden oder ihren eigenen Kommissaren abgegeben werden, die den Befehl haben, jeden zu erschießen, der die Flucht antritt. Man sagt ihnen, dass sie überlegen seien, dass sie aus Stahl seien, nicht aus Fleisch. Und deswegen habe ich Mitleid mit ihnen.
Wofür leben und sterben sie? Die Idole der Vergangenheit sind längst tot, aber man sagt es ihnen nicht. Die Sprüche, mit denen sie kommunizieren, sind in der heutigen Welt bedeutungslos. Man verbietet ihnen zu reden oder auch nur frei zu denken. Jeder, der Fragen hat, erstellt, ist ein Verräter. Jeder, der sagt, dass das Leben außerhalb der roten Linie besser sei, ist ein Spion und Saboteur. Sie müssen alles Menschliche an sich verbergen und wie alle anderen werden. Aber es gibt ja auch Leute wie André, den Schmied. Leute, die es ablehnen, die Hoffnung aufzugeben und ausharren. Wenn ich in seiner Haut stecken würde, wäre ich längst abgehauen. Warum ist er noch hier? Hat er Angst, auf seine Flucht erschossen zu werden? Wenn es tatsächlich Kommandanten gibt, die dafür bezahlt werden, oder Kommissare, die dafür bezahlt werden, dass sie jeden erschießen, der auf der Flucht ist, ja, könnte es sein, dass er Angst hat, erschossen zu werden. I want to believe Metro 2035. Aha. Metro 2033, also 34 weiß ich, 35? Bin ich mir gerade unsicher, ob es das gibt. Wird man sehen. Hier ist die Party fett im Gang. Oder zumindest zu Ende. Das brauchst du nicht mehr, ne? Ich nehme das mal mit. Moin. Oh. Sieht auch nicht so gut aus. Hast du mit deiner Frau Streit gehabt wahrscheinlich, ne? Hm. Okay. Also, jetzt können wir uns hier mal ein bisschen mehr umschauen. Ich weiß nicht genau, warum... Also, wir sind ja hier runtergesprungen und die beiden Wachmänner da oben haben uns dann, weiß ich nicht, verloren. Interessant. Hallo? Hey. Schätzelein. Hallo. Ich glaube, mit dem Kaffee wird nichts, oder? Schade. Hallo. Und du? Nee, auch nicht. Hm. Die anderen Stationen waren so voller Leben und so voller... Also so viele Sprachen. So viel Gerede, dass ich ja mehr oder weniger schnell da weggegangen bin. Hier ist... leise. Mhm. Kein Grund zur Panik. Wir haben unsere Grenze zu den Faschisten geschlossen und jede mögliche Übergangsstelle mit Stärkensperren versehen. Nicht einmal eine Maus kann durch. Was ist mit der Oberfläche? Nur was ist damit? Diese Teufel könnten sich von oben heranschleichen und angreifen. Und bis dahin zermürben uns ihre Spione und bereiten die Invasion vor. Sehr gut. Alle Neuankömmlinge werden in ihre Käfige geschickt, bis sie freigegeben werden. Auf diese Weise können wir Verdächtige aussortieren. Okay, der letzte Spruch hat einfach nicht dazu gepasst. Okay. Naja, hier ein bisschen Haken in der Wand und ein Laden. Schöne Sache. Ich hätte gerne ein größeres... Medipacks, Filter, Messer. Alles, was man für die Reise durch gefährliche Gebiete braucht. Ich glaube, das habe ich alles schon. Ich hätte gerne eine größere Tasche für Medipilz. Medipilz. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Keine Zeit. Der Zug fährt pünktlich ab und wartet nicht auf dich. Okay. Hallo. So, hier, das wollte ich mal anpassen. Gucken, was es da so gibt. Können wir da ein Zielvisier? Also ein Reflexvisier fände ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Infrarotoptik überhaupt nicht. Zweifachzieloptik ist völlig übertrieben bei dem. Aber ein Reflexvisier kaufe ich mir einfach mal, ne? Jaja. Nein. So, das haben wir dann. Und hier die AK wollte ich anpassen. Können wir einen Schalldämpfer... ich hätte einfach Laservisier... Das ermöglicht das Ziel mit der Waffe bei geringeren Entfernungen. Ich hätte gerne mehr Schuss. Nein, Schuss nicht, mehr Schaden. Aber ich nehme einfach mal das Reflexvisier auch, weil ich bin ein Fan von Reflexvisieren, da muss ich gestehen. Und hier, was können wir da machen? Ja, Schalldämpfer für die Schrotflinte. Verlängerter Lauf. Verringert die Streuung der Schüsse und verwandelt den Duplett von einer Nahkampfwaffe in eine echte Jagdwaffe. Ich
Zwei oder vier. Das ist halt das Problem, ne? Dass wir halt zwei gleichzeitig schießen müssen, sage ich mal. Ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das behalten will oder ob ich das abmontiere. Dass wir halt in dem Sinne sagen, ja komm, wir nehmen halt diesen verlängerten Lauf. Dass wir halt in dem Sinne eine mittlere Entfernung haben, dass wir nicht warten müssen, bis der da ist, sondern dann können wir halt schießen, wenn der springt. Und das mache ich, glaube ich, auch, ja. Weil das mit den doppelten Munition abballern ist nicht so meins. Das finde ich nicht gut, sage ich mal. Patronentausch, der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Okay, ich schau mal kurz nach. Munition haben wir eigentlich in dem Sinne genug. Wir könnten die hier verkaufen, weil ich glaube, die Munition werden wir nicht benutzen. Ja komm, wir verkaufen die einfach mal. So, das, ja, Bolzen, ich sag mal so, das wäre eine coole Sache. Ja, wäre eine coole Sache, wenn wir da halt eine richtig schöne Armbrust hätten. Haben wir nicht. Und ich glaube, die Armbrust war auch eher entweder schwierig zu bekommen oder scheiße. Ganz einfach. Oh, hallo. So, ich mach das mal, bevor der sagt, er gehört zu uns. Eintrag 2 in der Waffenkammer haben wir da auch bekommen. Ist doch schön. Ich lag mit André nicht falsch. Ich habe ihn nur gewaltig unterschätzt. Er hat keine Angst vor der Flucht. Er macht nur Dinge, für die man wesentlich mehr Mumm braucht. André hilft anderen bei der Flucht aus der roten Linie und riskiert minütlich sein Leben. Er und seine Freunde haben viele Flüchtlinge in Sicherheit gebracht, durch ein Netzwerk aus verlassenen Gängen und vergessenen Tunnels, von denen die Roten immer noch nichts wissen. Die Flüchtlinge nehmen im wahrsten Sinne des Wortes die U-Bahn, um von der roten Linie und in die Metro zu entkommen. Doch für mich macht André das umgekehrt. Ich muss zur Front des endlosen Krieges zwischen roter Linie und Reich gelangen. Ich nehme den Zug, der eine frische Ladung Kanonenfutter in den Fleischwolf schickt. Der wichtigste Teil ist es zu wissen, wann man abspringen muss. Ja. Spring in das Loch, Adjon. Oh. Oh, wie widerlich. Ich habe das Gefühl, dass ich ahne, wie wir reisen werden. Das könnte sehr unangenehm werden. Ja. Siehst du dieses Gepäckfach? Ja. Kletter hinein. Ja, ich sehe es und wir klettern mal rein. Oh, hallo, ein Buch. Wie schön. 2034. Ich will die Axt. Ja, ich glaube schon. Ich hätte gern die Axt, muss ich sagen. Lieber so eine Axt als dieses kleine Messer, was wir als Nahkampfwaffe da immer benutzen. Wäre gar nicht so verkehrt, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns da wahrscheinlich nicht verbessern können. Weil... Hey, André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Was ist die Lubjanka? Okay, aufladen! Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Ah, okay. Ah, ist gerade eh totales Chaos. Die Lubjanka ist das Staatsgefängnis des kommunistischen Russlands. Ich hab mal kurz gegoogelt. Chaos. Ist auch so dumm, ne? Man braucht eine Erlaubnis, um in den Fleischwolf gedreht zu werden.
Und jeder, der sich da einschleichen will, wird mit dem Tod bestraft? Ich meine, klar, gegen Spione und so weiter ist das gut, aber es gibt doch bestimmt auch so abenteuerlustige Jugendliche, die dann unbedingt da rein wollen. Schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Nein. Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Also ich glaube, wenn es wirklich Weltkrieg 1 geht... Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Ja, aber das ist aber nicht... nicht unbedingt 100% aus, also Verdienst der Kommunisten. Naja, was ich gerade meinte, ich könnte mich nicht entscheiden, von welchen der beiden Lager ich denn gefangen nehmen wollen würde. Gerade im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten meine ich natürlich. Alles nicht so schön. Wir können zusammen singen, aber nicht zusammen reden. Aua. Aua. Was ist denn da passiert? Warum sind wir da runtergefallen? Ich höre da gerade so gespannt zu, Entschuldigung. Aber das Entschuldigung ist halt so. Haben die mich so gehört? Wir sind überall Schüsse, ne? Magazine.
Ist der da oben jetzt tot? So, ja, sorry, da ich gerade so leise war. Ich habe mir das alles ein bisschen angehört und diesen... Ich wollte den einen halt retten, deswegen habe ich da jetzt geschossen. Ob das klug war, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube nicht. Vor allem der Typ da, was ist das für ein Tier? Oh, den habe ich nicht gesehen, der lag da auf dem Boden. Mist, Mist, Mist. Ah, egal. Ich würde sagen, wir versuchen es in der nächsten Folge mal komplett in Stealth, wenn ich nicht, in den Kampf zurückgeladen werde. Wir schauen mal, wie es dann aussieht. Bis dahin, besten Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao.